So viel reden, meine Stimme. Oh. Seilrutschen. Hey, bei den Seilrutschen haben wir das langsam echt. Hey, bei den Seilrutschen haben wir langsam echt den Dreh raus, was? Ja, damit kommen wir überall hin. Und es macht Spaß, sie zu benutzen. In der Pornis-Region scheint es auch einige davon zu geben. Jede Art von Hilfsmittel, das uns das Vorankommen erleichtert, ist definitiv eine willkommene Bereicherung. Wo wir gerade von sowas sprechen, was eigentlich mit diesen Seilauswerfdingern, die das Militär überall zurückgelassen hat? Ah, die werden normalerweise von einem Lepnis getragen und platziert. Ah, die meisten sind derzeit wohl nicht mehr im Einsatz. Oh, okay. Aber wenn wir die benutzen, finden wir ein neues Auto gelangen, oder? Hm, gar keine so schlechte Idee, wenn man mal ignoriert, von wem sie stammt. Ich setz was. Definitiv ein guter Vorschlag, Lanz. Wenn wir das nächste Mal so einen Seilauswerfer sehen, probieren wir ihn doch mal aus. Noch ein Quest. Okay. We need to lay all this out. Ich habe den Eindruck, alle in Colony Tau sind unterwegs und sammeln Nahrung. Richtig, die Lebensmittelvorräte sind um diese Zeit herum etwas knapp. Es ist wirklich so hart für euch, an Futter zu kommen. Wirkt für mich gar nicht so. Es fehlt uns nicht wirklich an etwas. In diesem Fall geht es um unsere Nachbarn. Was meinst du damit? Wir geben in dieser Jahreszeit den Truthahns etwas ab. Das sind eigentlich mal Gegner gewesen. Das ist interessant, dass sie diesen Gegnern Sachen abgeben. Das ist ja cool. Dadurch bleibt unsere gute Beziehung erhalten. Es ist eine Art Bündnis. Das ist ungewöhnlich. Es gibt einen Truthahn, der tut. Es gibt einen Truthahn, der Tutpönig genannt wird. Sorry, ich find das millionenmal lustiger, als es ist. Aber es gibt einen Truthahn, der Truthönig genannt wird. Oh no! Würdet ihr ihn gerne kennenlernen? Klingt lustig, ich bin dabei. Zuerst muss ich allerdings den Stand der Lebensmittel mit Roland besprechen. Oh Gott, der Truthönig. So, speichern wir mal wieder. Haben wir lange nicht mehr gemacht, ne? Eineinhalb Stunden spielen wir jetzt das Spiel schon. Holy shit. Das ist echt krass. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe mich jetzt bei 40 oder so gesehen, aber das ist echt ein bisschen viel dann. So. Roland. Roland, wie sieht es mit den Nahrungsvorräten aus? Wenn wir alles haben, werde ich es überreichen. Nein, wir sind noch nicht fertig. Wir haben einfach nicht genug. Ich glaube, dass die Kolonie es sich zurzeit nicht leisten kann zu teilen. Ich verstehe. Ehrlich gesagt, macht mich die Vorstellung fertig, dass ein Teil von meinem Teller an diese Federbirnen rüberwächst. Also lass dich das mal ausfallen. Auf der anderen Seite ist es eine Tradition, die seit langem besteht. Also sollten wir sie wohl erhalten. Ich würde, wenn irgend möglich, gerne verhindern, dass irgendjemand dazu gezwungen wird, seine Nahrung abzugeben. Würde es keine Probleme geben? Wir haben die Tradition gerne erhalten, aber wenn es zu hart für die Kolonie wird, müssen wir sie vielleicht beenden. Mir ist beides recht. Es ist deine Entscheidung, Juniper. Wenn du das Bündnis mit den Truthahns erhalten möchtest, brauchen wir Hilfe, um die Vorräte zusammenzubringen. Wir brauchen grüne Tarinen und Truthahngras. Truthahngras, das ist das Gras, was die Truthähne. So nehmen. Glitzerröslein und Zinnoberginen.
10 Auberginen, da brauchen wir auch für das andere Quest 50 Stück oder so. Bitte jeweils 50. Wow, okay. Die Truthahns mögen alles am liebsten frisch. Bedenkt also die Haltbarkeit, wenn ihr entscheidet, womit ihr anfangt. Wenn du das Bündnis aufkündigen willst, solltest du am besten persönlich mit den Truthahns reden. Gut, ich werde darüber nachdenken. Wie gesagt, es ist deine Entscheidung. Vergiss nicht, ich habe schon ein wenig gesammelt, das könnt ihr auch mitnehmen. Ha. Alles gut, dass man da eine Entscheidung hat. Gucken wir mal kurz rein. Sammeln ist so schon anstrengend genug. Aber wenn man weiß, dass man alles abgeben muss, ist es noch anstrengender. Aber genug hier mal. Hier habt ihr alles, was ich gesammelt habe. Macht damit, was ihr wollt. So, ja. So, ich bin gerade echt ein bisschen neben der Spur. Ich bin, also dieses Unterzuckertsein ist gerade echt ein bisschen unangenehm. So, wieder da. Willkommen zurück, Casa. Welcome back. Wir versorgen uns fast komplett selbst. Wir brauchen also Ackerland. Diese Felder sind also die Grundlage der Essensversorgung für die Kolonie. Juniper. Oh, du hast ein paar Freunde mitgebracht. Wir sind gekommen, um bei der Ernte zu helfen. Wobei braucht ihr Hilfe? Meint ihr das ernst? Denn wir hätten mehr als genug Arbeit für euch. Glory, du kannst nicht einfach... Im Moment würde ich sogar die Hilfe von einem Truthahn annehmen. Also dürfen sie helfen. Carsten und Glory sind zuständig dafür, die Feldarbeit zu verteilen. Ich bleibe besser in der Nähe, angesichts der Verletzungen, die dabei auftreten können. Verletzungen? Was zur Hölle baut ihr hier an? Nun ja, der Wald ist voller Gefahren. Also, seid ihr immer noch bereit zu helfen? Natürlich. Sagt uns einfach, was ihr von uns braucht. Was haltet ihr davon, Masertoffeln auszugraben? Toffelfichten? Alles klar. Danke. Es sollte auch nicht lange dauern, wenn ihr alle mitmacht. Let's dig up some spongy. Hast du Diabetes? Nein. Aber ich habe gerade so ein ungutes Gefühl halt. Kommt ganz, ganz selten mal vor. Ich habe halt auch nicht so viel gegessen heute, deswegen. Ja, gib mal. Oh, Kartoffeln ausgraben. Check your Gummibärsaft. Überlass das mir. Reicht er so langsam? Oh. Lass uns diese Schönheiten einsammeln. Nicht schlecht, was? Und die letzten Kartoffeln. Sieh mal eine an. Und erledigt. Hey, wir sind mit der Ernte fertig. Was ist denn hier los? Psst, sei leise. Sonst hören sie euch noch. Könntest du uns das näher erklären, mein Lieber? Die Monster wollen sich unsere Masertoffeln schnappen. Sie kommen hierher. Das passiert jedes Mal wieder. Sie verursachen so viele Schäden und Verletzungen. Ja, ich hatte mich schon gefragt, wie es beim Ernten Verletzte geben kann. Nun, da gibt es langsam Sinn. Früher hat sich die gesamte Kolonie versammelt, um sie zu vertreiben. Aber jetzt fehlen uns die Leute dazu. Was tun wir bloß? Wie Juni schon gesagt hat, zieh dich nicht und lass dir von uns helfen. Oh, okay, ja. Außerdem wirst du ja auch helfen, Juniper. Gemeinsam vertreiben wir diese Monster. Na gut, dann los.
Einmal Monster kühlen. Wait, welche Level seid ihr? 34, süß. Let's go, Boys. Schwupp und schwupp und schwupp. Schwupp. Bam. Und unser Special. Juhu. Okay, let's go. Wir können jetzt auch unsere normalen Taktiken aneinander rein. Heißt also, wir können den Fight mal starten mit allen drei Taktiken hintereinander, was sehr geil, sehr geil ist. So. Oh, Rang ab. Cool. Da sage ich nicht nein. Ey, das sind nochmal ganz schön viele, ha? Huh? Ja, Angriffskette mach ich jetzt nicht. Das sind mir zu viele kleine Gegner. Machen wir wieder Synchro. Machen den letzten Gegner hier noch. Oh, sind noch mehr. Jetzt kommen noch ein paar Eulen. Special. Hopp, hopp. Nice. Kampf geschafft. Wir haben uns um die Monster gekümmert, die in der Umgebung waren. Ein bisschen paraphrased, aber hey, who cares. Danke dafür. Allein werden wir mit denen wohl nicht klargekommen. Wir können sie ja wohl kaum einfach mit euren schönen Knollen abhauen lassen. Recht habt ihr. Wir haben alles in den Anbau dieser Schätze gesteckt. Glory und die anderen sind offiziell nicht für die Felder zuständig, aber sie helfen aus. Wenn ich daran denke, wie hart alle dafür arbeiten, treibt mich die Vorstellung, dass Monster unsere Ernte stehlen, zur Weißglut. Na klar, niemand wird gerne bestohlen. Man darf aber auch nicht alles zum großen Drama machen. Carson tut so, als wäre eine einzelne verlorene Kartoffel eine Tragödie. Das stimmt doch gar. Wie auch immer. Die Monster sind weg vom Fenster. Ich sehe das als Erfolg. Du hast recht. Außerdem wird Roland sich freuen, dass wir die Monsterfleischvorräte aufgestockt haben. Er ist so ein Vielfraß. Er sollte lieber seinen Überlebenssinn trainieren. Wenn er so viel essen will, sollte er sich jede einzelne Kartoffel hart verdienen. Aber hast du nicht gerade noch gesagt? Ja? Ach, egal. vielen Dank für eure Hilfe. Eleganter Themenwechsel, wie? Jedenfalls haben wir die Masertoffeln geerntet und niemand wurde verletzt. Darauf kommt es an. Das stimmt. Wollt ihr uns nicht zufällig demnächst mal ein tolles Masertoffelfest mal kochen? Natürlich. Wir sagen euch dann Bescheid. Abgeschlossen. Das Erntefest. Halt Leben, neues Thema.
Oh, wir haben jetzt auch zwei Sterne. Das heißt, irgendwo ist hier jetzt ein Nopon erschienen, oder? Wo denn? Da hinten. Warte. Da oben? Warte mal, nicht blöd. Da oben? Ist der Nopon? Okay, wir gehen mal einfach hin. Ob der da ist. Dann hier hoch. Nee, hä? Aber vielleicht ist das bei zwei Sternen hier gar kein No-Porn auftaucht, sondern irgendwas anderes, weil da können wir ja gucken. Bei Harmonie-Diagramm, genau. Und Kolonie Tau, Karawanenruf. Eiskarawane sollte hier eigentlich sein. Ah, okay. Musste einmal resetten, damit der hier auftaucht. Auftaut. Verstehst du, weil wir sind in der Kolonie Tau. Ja. So, ganz viele Sachen hier kaufen. Immer ganz, ganz wichtig. Schub, schub. Uff, uff. Komme ich jedes Mal, wenn ich so gute Witze raushaue, die jeder mag. I love it. Yes, yes. Da ist irgendjemand Rang 10 gekommen. Nee, aber wir haben 8, 9, 9, 6, 7, 4. Ja, bald müssen wir so ein paar Sachen ändern, ja? Na gut, plündern wir nochmal das Feld. Dann gehen wir zum nächsten Nebenquest. Was haben wir denn gerade drin? Obwohl, warte mal, wir nehmen einfach die Nebenquests, die wir eh hier sehen. Wir haben ja von den Jutenherren gesehen. Die beiden Sachen. Und dann reden wir mit Jun. Juniper, da bist du ja. Du hast gesagt, dass ihr Rain gefunden habt? Guck mal da drüben, ein Signalstein. Moment mal, das ist... Juniper, was ist das für ein Rauch? Es ist ein Signalstein. Wir nutzen sie, wenn normale Kommunikation nicht möglich ist. Sie verströmen Rauch als Warnsignal. Moment, du glaubst also... Das heißt also, da ist irgendeiner in Schwierigkeiten. Ja, und zwar mit hoher Wahrscheinlichkeit Rain. Er ist losgezogen, um unsere Nahrungsvorräte aufzustocken. Okay, ich hol den Signalstein. Jum, warte hier. Aber... Du hast dich selbst noch nicht richtig erholt. Ich möchte nicht, dass du dieses Risiko eingehst. Verstanden. Bitte sag Lori, sie soll mir folgen für den Fall der Fälle. Wir werden auch da sein. Mach dir keine Sorgen. Danke. Also dann, lass uns aufbrechen. So, jetzt können wir Missionen mal angucken. Machen wir erstmal die Todbräuche, das ist für Level 33. Wie weit ist das entfernt? 300 Meter. Ja, das passt dann, ne? Aber es wird nicht angezeigt, wie wir da hinkommen, ha? Huh? Sagt die Karte. Die Karte sagt... Ich guess, wir können eigentlich einfach hier drauf, ja. Hüpf.
ihre ganzen Materialien mitnehmen, wenn die hier eh schon alle auf einem Punkt sind. Und ab. Na, die Leiter hoch. Dun, dun, dun. Oh, wir sind da. Sehr gut. Hier ist auch noch irgendwo. Ein Container, den ich noch nicht sehe. Hm. Oh nice, das Item brauchen wir. Die grüne Nektarine. Hüpf, hüpf, hüpf. Einmal hier hoch. Da haben wir nochmal ein Item, was wir brauchen. Wieder eine grüne Nektarine.